Dies ist eine Belangsendung der FPÖ. Für den Inhalt ist ausschließlich die wahlwerbende Partei verantwortlich. Seit 2010 ist die FPÖ im Knittelfelder Gemeinderat vertreten. Seit der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2015 hält die Partei 6 Mandate, darunter auch den 2. Vizebürgermeister der Stadt. Für Siegfried Oberweger ist das Thema Bürgernähe nicht nur in Wahlkampfzeiten ein wichtiges Anliegen. Natürlich kümmern wir uns nach wie vor um Bürgeranliegen. Wir haben das damals vor der Wahl versprochen und wir halten das natürlich auch weiterhin so. Es kommen laufend Bürger zu uns ins Bezirksbüro mit Anliegen, wie zum Beispiel Wohnungssuche, Nachbarschaftsstreit, dann auch Probleme mit Zuwanderern oder Asylwerbern und sowie Verkehrsthemen und so weiter. Und was jetzt häufiger auftritt, das sind Notlagen. Da sind hauptsächlich betroffen Mindestpensionisten und Alleinerziehende. Die können sich oft Wohnung und Strom nicht mehr leisten, sowie auch die alltäglichen Dinge des Lebens. Wir versuchen natürlich, so gut es geht, zu helfen und zu unterstützen. Wir haben auch schon sehr viele Anliegen von Bürgern positiv erledigen können. Also man kann durchaus sagen, dass wir auch nach der Wahl sehr bürgernahe geblieben sind und wir werden das natürlich weiterhin auch so bleiben. Dass Themen der FPÖ Knittelfeld auch seitens der Bundesregierung aufgenommen wurden, freut besonders. Also Deutsch vor Schuleintritt ist schon lange eine Forderung von uns Freiheitlichen in Knittelfeld. Dass eben Kinder mit nicht deutscher Muttersprache zuerst Deutsch lernen sollten, bevor sie in die Schule gehen. Zwischenzeitlich hat das Thema auch schon die Bundesregierung erreicht und daher ist es jetzt Pflicht geworden für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache zuerst Deutsch zu lernen, bevor sie in den Regelunterricht eintreten können. Und das ist gut so. Vor Jahren haben wir in der Sache schon einmal eine Unterschriftenaktion gestartet und das ist sehr gut bei der Bevölkerung angekommen. Wir haben dann den damaligen Bürgermeister Schaffarek damit konfrontiert und ihn auch aufgefordert, eben in der Sache was zu unternehmen. Passiert ist leider nichts, ganz im Gegenteil. Es wurde uns vorgeworfen, eben auf verwerfliche Art und Weise Politik am Rücken von Kindern auszutragen. Das sehe ich natürlich nicht so. Aber dann beim Bürgermeisterwechsel ist überraschenderweise dann ein Thema vorgestellt worden, das heißt mit dem Titel Deutsch vor Schuleintritt und ist dann auch von der steiermärkischen Landesregierung als Vorzeigeprojekt gelobt worden. Und da stellt sich mir natürlich schon die Frage, ob eine Idee oder ein Vorschlag nur dann gut ist, wenn es von einer gewissen Partei kommt, oder ob es dann generell schlecht ist, nur weil es von uns Freiheitlichen kommt. Nun ja, ich kann nur so viel dazu sagen. Also wir haben damals mit Sicherheit das richtige Thema aufgegriffen. Man sieht es, die Bundesregierung hat sich dafür interessiert und hat das dann auch in der Folge konsequent und erfolgreich umgesetzt. Das Thema mobile Bürgerservice ist ein besonderes Anliegen von Margarete Kerschenbauer. Ja, mir ist vor einem halben Jahr ein Artikel aufgefallen in einer Zeitung. Und zwar geht es da um ein Projekt in der Gemeinde Straß, um ein mobiles Bürgerservice. Das hat mich dann sehr interessiert. Das mobile Bürgerservice ist eigentlich gedacht für Menschen, die körperlich nicht mehr so fit sind, auch vielleicht eine gewisse Behinderung haben. Das kann einen jungen Menschen genauso betreffen, der durch einen Unfall momentan ein Handicap hat. Man kann dann im Bürgerbüro anrufen und sagen, ich brauche halt einen eigenen Meldezettel, gewisse Dinge, was halt das Amt dann erledigt. Und die Dame sagt dann am Telefon gleich, ich brauche eine Geburtsurkunde, ich brauche einen Staatsbürgerschaftsnachweis, ich brauche die und die Dokumente, kommt dann eigentlich mit dem Laptop zu demjenigen hin und erledigt die Sache. Und ich habe mir gedacht, für Knittelfeld wäre das eigentlich für unsere Bürgerinnen und Bürger wäre das auch was Tolles. Ne? Habe dann einen Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung eingebracht. Haben alle Fraktionen die Dringlichkeit sofort zuerkannt und das wird dann in den Sozialausschuss verwiesen. Und irgendwann ist dann gekommen, bei der nächsten Gemeinderatssitzung hat mich das dann sehr gewundert. Es ist dann auf einmal abgelehnt worden. Mit den Argumenten, das kann man nicht, das ist zu aufwendig. Gewisse Gemeindebedienstete sind dann zum Bürgermeister nach Straß angeblich gefahren und haben gesagt, das läuft gar nicht so gut, das ist eigentlich nichts Gescheites.
Ich habe das aber nicht sitzen lassen auf mir und habe einen Termin mit dem Herrn Bürgermeister in Straß ausgemacht. Bin dann dort hinuntergefahren und habe eben gefragt und gesprochen mit ihm, wie das Projekt läuft. Und er hat mir dann berichtet, dass das eigentlich ganz, ganz toll läuft. Dass eigentlich von der ganzen Steiermark Gemeinden anfragen, wie das läuft. Sie möchten sowas auch haben. Ich habe dann gesagt, naja, eigentlich unsere Gemeindebediensteten sind zurückgekommen und haben gesagt, das ist nichts. Und dann hat er gesagt, naja, das sind schon einmal so dahergekommen, irgendwo mit einer negativen Einstellung. Im Grunde genommen hat man ihnen angemerkt, sie wollen das gar nicht. Das ist dann so verlaufen und ich habe dann bei der nächsten Gemeinderatssitzung eigentlich gefragt, warum. Dann sind sie mit dem gekommen und ich habe dann gesagt, das ist aber nicht wahr. Nicht? Also es läuft sehr gut und ich möchte das schon probieren und habe dann eigentlich unseren Herrn Bürgermeister dazu gewinnen können, dass er doch das Projekt einführen möchte, einmal für ein halbes Jahr. Also die Sache ist das, wenn man eine Idee hat oder auch gute Objekte oder Projekte hat, dass man sich schon dahinter klemmen sollte.